Michael von Au fährt gern mit dem Fahrrad durch die Stadt. Das geht schneller. Außerdem findet er so vor seiner Lieblingskneipe, dem Non Solo Vini, an der Uhlandstraße garantiert einen Parkplatz. Also die habe ich entdeckt ja vor einem Jahr ungefähr. Und so, diese Leute sind ja so freundlich, so ein Non Vino Solo halt. Und die sind einfach alle cool und es ist einfach sehr schön. Und hier fühlt man sich wie zu Hause. Also ich brauche immer so einen Ort, eine Kneipe oder einen Ort, wo ich gerne bin während der Arbeitszeit. So erstaunlich es klingt, aber das Kneipenumfeld hilft dem Schauspieler, seinen Text zu lernen. Das Stimmengewirr blendet er aus. Nur eins wird er hier nicht los, sein Lampenfieber. Die Stunden vor der Vorstellung, vor jeder, sind Katastrophen. Bin echt, ich habe auch so kleine Tropfen, so Bachblütentropfen, die muss ich nehmen und so. Also ich bin, na klar, weil man will immer alles das Perfekteste machen. Aber die Ruhe habe ich noch nie gehabt und noch nie gefunden. In meinem ganzen Leben noch nicht, auf der Bühne. Warum dann nicht lieber Fernsehen machen? Dort war Michael von Au früher öfter zu sehen. Vorwiegend in der Rolle des Frauenverstehers. Ja, das war früher mal so. Jetzt bin ich älter, jetzt bin ich eher der Täterversteher. Nach Jahren am Theater hat ihn das Fernsehen scheinbar etwas vergessen. Einen Vorschlag für die passende Wiedereinstiegsrolle hätte der 51-Jährige jedenfalls schon mal parat. Zum Beispiel habe ich gehört, dass jetzt ein neuer Tatortkommissar für Berlin gesucht wird. Ja, Freunde, das wäre es doch. Ich bin Berliner immerhin. Sogar einen singenden Tatortkommissar könnte von Au prima abgeben. Nach Manfred Krug wäre das längst mal wieder fällig. Volare. So, jetzt werde ich gleich rot. Na, dann lassen wir Michael von Au mal lieber wieder alleine. Mit einem Glas Wein und seinem Text im Non Solo Vini.